Schönen guten Abend, Freunde der Hexenküche. Und genau in selbigen befinden wir uns. Ja, wir sind jetzt in der Hexenküche und wir haben Folgendes vor. Wir werden diesen Kürbis in Spaghetti verwandeln. Ja, Wahnsinn, oder? Okay, das hat jetzt weniger mit Zauberei zu tun, als vielleicht ein bisschen mehr mit Alchemie. Ja, denn dieser Kürbis muss einige Veränderungen über sich ergehen lassen, dass genau das passieren wird. Ja, und ich würde sagen, dafür wechseln wir als erstes die Perspektive. Passend zum Spaghetti-Kürbis wird es eine Tomatensoße geben. Dafür habe ich zwei kleine Zwiebeln, also eine kleine normale Zwiebel und eine kleine Schalotte in kleine Würfel geschnitten. Ja, heute ist alles sehr klein, wobei der Knoblauch war groß. Dann zwei Knoblauchzehen in kleine Würfel geschnitten. Das sind nochmal zwei kleine Tomaten und eine Handvoll Basilikum, die ich so ganz grob gehackt habe. Hier haben wir eine, fangen wir hier an. Hier haben wir eine Dose, wollte ich jetzt sagen, ein Tetrapack mit Tomatenstücken. Das sind 500 Gramm. Dann zwei Teelöffel Oregano, Salz, Pfeffer und hier haben wir noch ein bisschen Paprika. So, und ach ja, das ist ein Spaghetti-Kürbis. Oh, ein bisschen tiefer. Entschuldigt, das ist ein Spaghetti-Kürbis. Der heißt auch so. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich sein Name. Diesen einfach nur kurz waschen, wenn irgendwo noch Erde dran klebt, die halt eben wegmachen, ne? Der soll schön sauber sein von außen. Und nun kommt dieser hübsche Spaghetti-Kürbis, so wie er ist, einfach in einen Topf. Der Spaghetti-Kürbis sollte in einen Topf hineingelegt werden, in den er hineinpasst. Das ist hier so mehr oder weniger der Fall. Ja, doch, passt. Passt, wackelt der Luft. So, passt dann noch viel besser. Und dann füllen wir den Topf bis zur Hälfte mit Wasser. Ja, da kann noch ein kleines bisschen Wasser rein. Also der Kürbis sollte bis zur Hälfte im Wasser liegen oder im Wasser gebettet sein. So, genau. Ach, da tropft es noch. Ich werde noch gerade mal ein bisschen Wasser holen. So, während wir jetzt darauf warten. Ja, manche Sachen kann man leider nicht schnell hexen. Während wir jetzt darauf warten, dass das Wasser durchläuft und wir dann noch ein kleines bisschen Wasser für unseren Kürbis haben, mache ich schon mal einen Schuss Öl. Das war ein bisschen viel Schuss. Also ein bisschen weniger Schuss Öl in einen kleinen Topf. Der kleine Topf dürfte reichen. So, einmal das Öl. Oh, der Topf war unten noch nass. So. Trocken machen, damit es keine Explosionen gleich gibt. Dann machen wir jetzt den kleinen Topf mal an, so dass das Öl schön heiß wird. Wie schaut es aus? Hervorragend. Wir machen jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Ein kleines bisschen Wasser. Der ist ein bisschen hügelig. Ja, der ist zwar nicht so groß, aber ein bisschen hügelig. Also Topf halt mit Wasser füllen. So. Jetzt hört ihr im Hintergrund das Wasser plätschern und das Wasser wird jetzt gesalzen. Ja, der Kürbis hat jetzt Salz abgekriegt. Ich drehe den jetzt einfach mal so von der Seite. Zack, hervorragend. Und wieder zurück, lieber Kürbis. Dann den Herd anmachen. Das haben wir gerade schon. Und das Ganze zum Kochen bringen. Wenn der, wenn er dann kocht, runterstellen auf mittlere Hitze bzw. kleine Hitze. Also es sollte jetzt nicht mehr so super doll brodeln.
Und dann das Ganze köcheln lassen für 20 bis 30 Minuten. Aber nö, da reden wir gleich nochmal drüber. So, Topf wird schon warm. Das ist toll. Habe ich die richtige Erdplatte erwischt? Ja, bisschen kleiner stellen. Und dann. Die Zwiebel rein. So, Zwiebel drin, Zwiebel auch schon ein bisschen glasrig und nun kommt der Knoblauch. Ganz flott. Die Tomaten. Also ich hatte, na das erzähle ich euch lieber gleich. Jetzt ist es ein bisschen laut. So, die Tomaten sind drin. Den Knoblauch habe ich wirklich nur höchstens 20 Sekunden mit angebraten, weil die Zwiebel schon so ein kleines bisschen dunkle Farbe gekriegt haben und damit die Zwiebeln und der Knoblauch nicht bitter werden. Habe ich dann halt eben ziemlich schnell jetzt die Tomaten drauf getan. Jetzt kommen noch die restlichen Tomaten aus der Packung. So. Es ist auch nicht weiter schlimm, wenn der Knoblauch und die Zwiebeln nicht ganz so klein oder fein geschnitten sind, denn das Ganze wird zum Schluss noch einmal püriert. So, nun kommen schon die Gewürze dazu, der Oregano, dann ein bisschen Paprika. Ich weiß, wahrscheinlich die meisten Italiener kriegen jetzt die Pimpanellen, dass ich da Paprika rein tue. Salz. Und Pfeffer. Ach so, ja, wenn ihr was mit Tomatensoße macht, dann ganz wichtig, immer den Deckel griffbereit, weil Tomaten haben die Angewohnheit, gerade wenn es pürierte Tomaten sind, die spritzen, ja, die spritzen sowas von. Ich empfehle auch keine weiße Kleidung zu tragen, wenn man irgendwas mit Tomatensoße macht. So, dann der Basilikum kommt jetzt noch nicht rein, sondern wirklich erst kurz vorm Pürieren. So, Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, ihr habt schon gesehen, ne? Der Deckel ist ein bisschen ramponiert. Ich muss gestehen, das kriege ich sehr gut hin, Deckel zu ramponieren. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. So, das Ganze jetzt einmal kurz aufkochen lassen und wenn es dann kocht, runterschalten auf kleine Flamme, ne, dass es nur noch köchelt und dann 30 Minuten köcheln lassen. Das müsste, wenn es gut läuft, halt eben auch direkt mit dem Kürbis hinkommen. Ja, das Wasser fängt an zu blubbern. Und wie gesagt, je nachdem, wie groß der Kürbis ist, braucht der 20 bis 30 Minuten. Und die Soße braucht auch 30 Minuten. Also kommt das zeitlich, müsste es zeitlich hinkommen. Drücken wir die Daumen, dass es dann auch so ist. Ich habe übrigens schon letztes Jahr einmal ein Spaghetti-Kürbis ausprobiert und muss gestehen, das ist daneben gegangen. Ja, also das Ganze ist jetzt experimentell, aber das kennt ihr ja schon, wenn ich koche. Also entweder es gelingt und es wird super oder es gelingt nicht und wird trotzdem super. Oder Armageddon, man weiß es nicht. Wir gucken mal einfach. Jetzt kocht es. Der Kürbis kocht, also stelle ich jetzt die Flamme auf klein, so dass es dann gleich nur noch köchelt. Die Soße, na du, die Soße kocht auch, die stelle ich jetzt auch klein und sage dann der lieben Alexa, stelle Timer auf 20 Minuten. 20 Minuten ab jetzt.
Wir können jetzt natürlich 20 Minuten oder 30 Minuten, mal gucken, wie lange der Kürbis braucht, dem Kürbis beim Kochen zugucken, genauso der Tomatensoße. Aber ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, und da ich ja bekannt bin für meine kurzen Videos, dachte ich mir so, reden wir doch einfach mal ein bisschen über Kürbisse. So, ich habe euch ja jetzt schon den Spaghetti-Kürbis vorgestellt. Ne? Das ist der Spaghetti-Kürbis. Den Spaghetti-Kürbis vorgestellt, wie der aussieht. Ne? Der ist so ein bisschen länglich und eher gelb mit ein bisschen grün gesprenkelt, ein bisschen orange manchmal gesprenkelt. So, und das hier ist ein Butternut-Kürbis, also ein Butternuss-Kürbis. Ich muss jetzt allerdings gestehen, ich finde nicht, dass der so unbedingt nussig schmeckt, oder? Nö, ne? So, eigentlich nicht. Er schmeckt meiner Meinung nach ein bisschen herber. Ein kleines bisschen herber als der Hokkaido-Kürbis. So, aber bleiben wir erstmal beim Butternusskürbis. Den Butternusskürbis erkennt ihr an seiner Form. Er ist unten ein bisschen dicker, der ist jetzt nicht ganz so. Also manchmal ist das wirklich so flaschenmäßig. Das heißt, also unten ist er wirklich sehr viel dicker und oben haben wir dann wie so einen Flaschenhals. So, das haben wir momentan nicht. Und bei dem Licht sieht man nicht so gut die Farbe. Ich tänze mal zu euch hin. Ja, der wird immer heller. Jetzt vielleicht. Die Farbe ist eher so. Tja, wie ist denn die Farbe? Wie würdest du die Farbe beschreiben? Butternuss. Ja, würde ich auch sagen. Das ist eher so Butternuss. Stimmt aber. Es hat so ein bisschen was von Macadamia. So eher so in Richtung Macadamia. Naja, ist auch egal. Es hat auf jeden Fall, es ist nicht richtig orange. Es ist eher so ein bisschen beige, beige-orange. Ja, stellt euch vor, ihr nehmt orange und mischt das mit beige. Ganz viel beige. Dann kriegt ihr die Farbe vom Butternusskürbis. Das Besondere an dem ist, wenn man den halbiert, das werde ich jetzt nicht machen, weil wir den ja heute nicht verarbeiten wollen, dann befinden sich die Kerne, das Kerngehäuse, nur unten in diesem Bereich, in diesem knubbeligen Bereich. Hier oben habt ihr wirklich nur Kürbisfleisch. Das heißt also, dieser Kürbis eignet sich auch hervorragend zum Gemüse verarbeiten. Das heißt also, beziehungsweise als Gemüse verarbeitet zu, das ist ein Scheißsatz, Leute. Fangen wir nochmal an. Dieser Kürbis eignet sich hervorragend, um daraus Gemüse zu machen. Hey! So, genau. Man kann zum Beispiel so Art Kürbisschnitzel schneiden oder man kann halt eben auch würfeln und noch mit Süßkartoffel, Paprika, Zucchini oder was auch immer eine schöne Gemüsepfanne machen. Ganz klassisch, natürlich geht auch mit dem hier die Kürbissuppe. Ja, auch das geht. Wie gesagt, das Schöne ist, dass man das Fleisch hier wirklich am Stück hat, ohne das Kerngehäuse. So, wenn ich sage, der schmeckt ein bisschen herber, dann dürft ihr das nicht falsch verstehen. Der schmeckt jetzt nicht wie ein Knollensellerie oder wie Radieschen oder sonst irgendwas, ne? Sondern der schmeckt wie Kürbis. So, der schmeckt wie Kürbis. Ich finde, er hat aber nicht so viel Süße wie der Hokkaido-Kürbis. Ich finde, der Hokkaido-Kürbis schmeckt ein bisschen süßer und milder. Vor allen Dingen süßer, aber natürlich nach Kürbis. Ne? Also auch er hier, die schmecken alle nach Kürbis. Ne? So. Der Hokkaido-Kürbis, der beliebteste Kürbis, ja, so steht es zumindest so im Internet. Der beliebteste Kürbis, ich glaube, der war auch so ja, mit einer der ersten. Ne?
Also mittlerweile gibt es ja halt eben den Spaghetti-Kürbis überall zu kaufen und dann noch, wie heißt der, eine Bischofsmütze und so weiter und so fort. Ne? Damals, vor etlichen Jahren, da gab es den Hokkaido-Kürbis und halt eben den ganz normalen Kürbis, diesen orangefarbenen Pumpkin. Das war's dann. Nee, so. Mittlerweile kriegt man ja wirklich unglaublich viele Sorten. Ich persönlich mag den Hokkaido-Kürbis auch total gerne. Ja, da bin ich mal sowas von Mainstream, aber total. Da bin ich voll Mainstream, denn mir schmeckt der halt eben auch am besten. Und gerade für Suppen bevorzuge ich den Hokkaido-Kürbis. Also ich finde, der hier ist ein bisschen einfacher zu schlachten als so ein Hokkaido-Kürbis. Hier haben wir halt eben ganz klassisch, wie man das kennt vom Kürbis, wenn ihr den jetzt so aufschneidet, ne, dann haben wir jede Menge Kerne da drin. Richtig. Also wir hatten, war das von beiden? Von einem? Okay. Wir hatten letztens einen Hokkaido-Kürbis, der war kleiner als der hier. Und der ist schon nicht so groß. Ne? Ich würde sagen, eine normale Größe, na, ein bisschen kleiner als normale Größe für einen Hokkaido-Kürbis. Ne? So. Und den wir dann letztens hatten, der war noch kleiner. Und das sind die Kerne aus dem Kleinen. Also ne, der Hokkaido hat jede Menge Kerne. Ja, da könnt ihr euch dann wahrscheinlich vorstellen, ne, wenn das schon die Kerne sind, der hat halt nicht so viel Fruchtfleisch wie der Butternusskürbis. Die sind geröstet. Die sind dann raus und ab in den Ofen und geröstet und dann kann man die ver... Die sind noch... Salzen. Die sind noch gesalzen, genau. Und gesalzen. Hinterher, vorher? Vorher. Vorher hast du die gesalzen, ne? Also aufs Backblech salzen und dann bei 180 Grad für 20 Minuten. Je nachdem. Sie sollten dann halt eben schön knusprig aussehen, dann sind sie fertig. Wenn sie schwarz sind, dann war es zu lange. So, genau. Das ist also der Hokkaido-Kürbis. Das Besondere beim Hokkaido-Kürbis ist, die Schale ist ein bisschen dünner. Das bedeutet, man muss ihn nicht schälen, sondern man kann die Schale mit verarbeiten. Die Suppe wird eh püriert. Ne? So, deswegen, dann ist das nicht so weiter wild. Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Ich bin ein Schäler. Ist halt so. Da bin ich etwas spleenig, was das angeht. Und bei mir wird auch der Hokkaido geschält. Wir machen das allerdings so, dass wir den aufschneiden und dann so in Spalten und ab in den Ofen für 20 bis 30 Minuten, auch so bei 180 Grad. Danach können wir direkt die Kerne rein. Und dann kann man nämlich das Fruchtfleisch sehr schön und sehr einfach von der Schale trennen. So, und ich würde sagen, ja, wir hören uns dann gleich wieder, wenn das hier fertig gekocht ist. 20 Minuten sind rum. Ich gucke jetzt einmal nach dem Kürbis. Ich musste den wieder ein bisschen höher schalten, weil der Deckel nicht richtig drauf sitzt. So, wir gucken uns den jetzt einmal an. Wie gesagt, ich drehe den mal. Ich glaube, der kann noch... Ich glaube, der kann noch. Wir testen den gleich, aber wir lassen ihn jetzt noch 10 Minuten vor sich hin köcheln. In das Tomatensüßchen mache ich jetzt eine ganz kleine Prise Zucker rein. Das hat mir damals meine italienische Mitbewohnerin empfohlen, weil Tomatensoße ein kleines bisschen Zucker mit rein. Das nimmt die Säure. Also manchmal ist Tomatensoße ja doch ein bisschen sehr sauer. Eine kleine Prise Zucker rein. Dann kommt jetzt auch der Basilikum dazu. So, haben wir das auch erledigt.
Und dann lassen wir die jetzt noch die restlichen 10 Minuten köcheln mit dem Kürbis zusammen und dann wird die auch püriert. Ja, die 10 Minuten sind noch nicht rum. Es ist nämlich jetzt gerade was passiert, was nicht passieren hätte dürfen. Das ist mir nämlich auch letztes Jahr schon passiert. So, also wirklich nur langsam köcheln. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe es ein bisschen wieder hochgestellt, weil der Deckel nicht richtig mehr drauf sitzt und dann war halt wirklich gar nichts mehr. Also es hat noch nicht mal mehr leicht geköchelt. Und der Kürbis ist jetzt gerade explodiert. Jetzt hoffe ich einfach mal, das seht ihr, glaube ich, nicht so gut. Also hier geht ein Riss durch und das hätte nicht passieren dürfen eigentlich. Wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach mal, dass kein Wasser reingegangen ist. Aber so ist nun mal Hexenküche, ne? Da kann auch schon mal was Peng machen. Kennen wir ja von Harry Potter. Wingardium Leviosa, ne? Wir kennen das ja. Das spricht man falsch aus, dann nicht gut. Wir testen jetzt einfach mal mit einem Kuchenspieß. Ja, wir haben einen wiederverwendbaren Kuchenspieß von Jamie Oliver. Keine Werbung. Und jetzt steche ich mal in den Kürbis rein. Und wenn der eigentlich leicht zu durchstechen ist, ist er fertig. Nun gut, wir gucken mal. Nein. Heißt. Der ist noch nicht, er ist aber auch noch nicht fertig. Na, das ist ja lustig. So, nein, er war nicht leicht zu durchstechen und das bedeutet, der Kürbis ist noch nicht gut. Der Riss ist jetzt liegt oben. Der Kürbis steht wieder auf der Herdplatte und muss noch ein wenig weiter kochen. Abracadabra. Abracadabra. Soßen sind auf jeden Fall einfacher zu verzaubern, definitiv, als der gute Kürbis. Ja, bin mal gespannt. Also er hat jetzt nicht noch einmal geknallt. Ich interpretiere das mal als gutes Zeichen. Und er köchelt so vor sich hin. Nun teste ich das Süßchen. Ja, schon sehr gut. Kann aber noch ein bisschen Salz dran, definitiv. Und auch noch ein Hauch Pfeffer. Und noch einmal kosten. Ja, so ist gut. Sehr viel besser. So, nun testen wir noch mal den Kürbis mit dem Spieß. Ihr seht nichts. Ihr seht nichts. Also ich werde jetzt mit dem Spieß da reinstechen, aber ich merke schon, der gibt so ein bisschen nach. Seht ihr das? Heiß. Der gibt so ein kleines bisschen nach. Das heißt also, er müsste jetzt eigentlich, ja, gut sein. Man braucht natürlich, braucht man noch ein bisschen Kraft, um ihn reinzustechen. Also der geht nicht jetzt so ganz easy durch. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass das so reicht. Und als nächstes hole ich den raus und lasse ihn einen kleinen Moment abkühlen. Wir haben den Kürbis jetzt aufgeschnitten. Ne? So sieht er jetzt von innen aus. Und jetzt werde ich das, ja, der ist noch ein bisschen heiß. Und jetzt werde ich das Kerngehäuse halt eben mit einem Löffel vorsichtig entfernen. Ich mache das jetzt schon mal so, ich steche das schon mal los und gehe dann rüber. Ich befürchte, es ist doch ein bisschen Wasser reingelaufen. Deswegen steht der hier auch schon so schön auf dem Kopf.
damit da noch die Flüssigkeit rauslaufen kann. Ihr seht, hier ist das Kerngehäuse draußen und gleich zeige ich dann, wie das mit der Gabel geht, das Fruchtfleisch herauszulösen oder auch nicht. Wir gucken einfach mal. Mit der Gabel wird jetzt das Fruchtfleisch herausgelöst und wie man sehen kann, deswegen heißt er halt eben auch Spaghetti-Kürbis, weil der so Fäden zieht und die Fäden dann einfach auf den Teller drauf. Ja, ich bin da jetzt nicht ganz so geschickt. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob der wirklich schon weich genug ist oder ob der nicht doch noch ein bisschen hätte drin bleiben müssen. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Problem war jetzt halt, dass ich wieder hochgedreht habe, die Flamme, weil der so überhaupt, also auch gar nicht mehr geköchelt hat, aufgrund unseres nicht mehr schließenden Deckels. Und ja, und dann ist er explodiert. Dann hat er halt eben zu viel Hitze bekommen und daraufhin ist er dann explodiert. Ja, und dann hatte ich halt eben jetzt ein bisschen Sorge, dass der sich mit Wasser vollzieht. Und also es ist ein bisschen knackig. Und ich glaube, das dürfte so nicht sein, sondern es müsste ein bisschen weicher sein. Also, letztes Jahr hatten wir einen größeren Spaghetti-Kürbis, da ist dasselbe passiert. Und der letzte Mal hat 40 Minuten gebraucht. Der war durch. Der war dann allerdings sehr durch. Der war um einiges größer als dieser hier. Und deswegen dachte ich mir, dass 20 Minuten bzw. 30 Minuten auf jeden Fall reichen würden. Ich bin mir jetzt aber gerade echt nicht sicher. Also hier, ja, doch. An der Schale ist er schon, denke ich mal, weich genug. Naja, so. Wollen wir mal gleich gucken. Hier ist ein bisschen Schale reingefallen. Was ihr aber schon mal ganz schön sehen könnt, ist, dass selbst so ein kleiner Kürbis wirklich eine Menge, dass ihr eine Menge daraus bekommt, auch aus einem kleinen Kürbis. Noch einen kleinen Klecks oder einen großen Klecks Tomatensoße da drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch noch ein bisschen Parmesan drauf machen, vielleicht einen Schuss Öl, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann Spaghetti-Kürbis mit Tomatensoße genießen. So, dann wollen wir mal probieren. Es schmeckt nicht wie Kürbissuppe. Also ich finde eher, der hat sowas Kartoffeliges. Es schmeckt auch nicht wie Spaghetti. Ja, eher was Kartoffeliges, finde ich. Der hat eher so ein bisschen was Kartoffeliges. Ich werde mir jetzt aber gleich noch ein kleines bisschen Parmesan da drauf reiben. Ja, muss sein, bei Tomatensoße auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, und das tue ich auch, ich wünsche euch guten Appetit, einen wundervollen Abend und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!